So, hallo zusammen. Willkommen in dieser grauen Waschbrühe, in der ich schwitze wie ein Ferkel. Ich starte gerade zu einer Transfertour von Frankfurt nach Kassel, wo ich dann den Sommer über wahrscheinlich primär das Bike haben werde. Wie üblich habe ich das Senna verbunden. Es ist verdammt windig. Mein Handy sagt mir, wo ich lang muss, allerdings sehr leise. Und Tank ist leer, fast leer. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe meine Koffer drauf, deswegen darf ich maximal 130 fahren. Es wird also eher eine gemütliche Tour. Mal gucken. Angedacht 2 Stunden, 200 Kilometer, irgendwie so um den Dreh. Den einen oder anderen Schlenker über die Bundesstraße. Mal gucken, mal gucken. So, was meint denn mein Handy? Ja, viel zu dunkel. Na super. Das ist irgendwie nicht so das Gelbe vom Ein. Tankrucksack, der im Bauchnabel sitzt, mit einer Handytasche, die nichts zeigt. Da muss ich nochmal dran arbeiten. Ich hoffe, das Handy redet mit mir. Wieso mache ich diese Tour? Sagen wir mal so, es ändern sich Sachen. Leider mitunter nicht zum Besseren. FML, das trifft es, glaube ich, aktuell ganz gut. Lebe geht weiter, wie mal ein sehr weiser Frankfurter Trainer gesagt hat. Aber solange ich noch nicht so ein Blinky Bill brauche wie da drüben, bin ich ja zufrieden. Was macht denn der? Ach, der fährt hier runter. Na, na, na. Bezweifle, dass das eine echte Abfahrt ist. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht überlegt, über was ich reden könnte. Ich könnte über deutsche Stromtrassenpreise in den Süden reden oder was auch immer. Aber irgendwie ist mir gerade nicht so danach. Ja, und ich freue mich jetzt schon überhaupt nicht auf das Putzen der Lederkombi, des Bikes, des Helms, weil ich irgendwie durch das Gebiet mit den meisten fliegenden Insekten der Welt fahre, habe ich so das Gefühl. Vielleicht, also je nachdem wie es ist, kann ich gerne mal ein Bild vom Helm danach ins Video setzen. Oha, ein Lader auf der Ladarfläche. er schießt mich. Der ist wohl rückwärts gegen den Baum gefahren. Ich muss gestehen, so mit 120, 125 hier lang zu gurken, ist entspannt. Das letzte Mal bin ich mit 260, 265 oder 68, war glaube ich Top Speed, die Strecke lang. Ist nicht so entspannt. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Kennt ihr das, wenn irgendwie alles den Bach runtergeht? Nichts läuft, wie man sich vorstellt, nichts läuft, wie man sich wünscht und hofft. Und irgendwie weiß man, man muss es trotzdem machen. Das ist so die Standardstrecke, die ich momentan fahren darf. Relativ geradeaus, immer mal ein bisschen bergig. Hui, 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 ja, der Wind. Aber ansonsten war es das auch an Ablenkung. Ich weiß nicht, ob ihr die roten Fahnen an dem weißen Band seht. Denen geht es auch nicht gut in dem Wind. alles okay? Keine Ahnung, was sie vorhat. Egal, dann halt keine Musik. Ist mir jetzt auch eh ein bisschen zu laut und zu windig und zu bäh und ach, fuck it. Da würde es sicherlich Spaß machen zu fahren. Oder da. Oder den. Verdammte Axt. Aha, ich sehe mich in der Spiegelung vom Drehzahlmesser. Ach ja. Das dürfte dann mein heutiges Highlight gewesen sein. Und ganz ehrlich, umso beschissener es mir geht, umso besser ist es, wenn ich aufs Bike steige und fahre. Auch wenn das jetzt halt hier nur so Autobahnkriecherei ist. Sagen wir denn noch 30 Kilometer geradeaus. Na super. Geradeaus kann ich. Eintracht. Immer SG. Auch wenn ich nicht wirklich
nicht der Riesen-Eintracht-Fan bin. Ich stehe zu meiner Stadt und ein überregional bekanntes Symbol für die Stadt ist nicht der Appleboy, wie ich immer mehr feststelle, sondern ist wirklich die Eintracht. Was etwas störend ist, ist dieser Bändel vom Rucksack für den Brustgurt. Der peitscht die ganze Zeit auf meine linken... Der peitscht meinen linken Nippel. Das brauche ich eigentlich nicht. FSV Frankfurt. Um mich rum sagt die Stadt noch mal Tschüss, so ungefähr. Tag auch. So, was hat der hier Schönes drauf? Oh, richtige Elefanten. Dann wedel ich doch mal gerne für ihn. Alter, das ist schon von einem Ford Scorpio aus den frühen 90ern überholt zu werden. Das ist fies. Mal ganz langsam dran vorbeischieben. Verdammt, hier kostet der Sprit 20 Cent weniger den Liter. Fuck. Gut, dass ich nur mal teuer vollgetankt habe. Und so langsam macht mich das Gefuddel an meinem Nippel nicht geil, sondern tut richtig weh. Scheiße, Mann. Ah. Ah, so. Bernsfeld Mücke. Und sie nannten ihn Mücke. Oh, ein Blitzer. So, schön brav. Aber eigentlich ganz nett. Wenigstens ein bisschen mehr Ablenkung.